Vor dem Part noch ein kleines Vorwort. Und zwar ist mir dabei ein kleiner Aufnahmefehler passiert. Und zwar habe ich zum einen zum Ganzen in der falschen Auflösung aufgenommen. Das heißt, dieser Part ist ausnahmsweise nicht im HD, sondern nur in 480p. Dafür bitte ich vielmals um Entschuldigung. Der nächste Part wird aber wieder wie gewohnt in HD, also 720p, hochgeladen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Perfect World International. Ich habe überhaupt keine Uhr hier. Aber auch wirklich keine. Komm du mal hinten mal her. Ah, okay. Ja, guten Abend. Es geht endlich weiter und ich habe vergessen, was wir machen wollen. Ach ja, wir wollten nach Rovalia. Rovalia ist da lang. Okay. Jo, es geht endlich mit Perfect World International weiter. Ja, wie vielleicht aufgefallen sein sollte, ist mein Upload immer 3-1, also 3 Pokémon Bloody Platin. Und ein Perfect World International. Wo wollen wir eigentlich hin? Ach ja, es ging um die Chi-Quest. Ich glaube, da müssen wir da hinten hinhupfen. Ich weiß es aber nicht gerade genau. Pfeile sieht irgendwie mittelmäßig aus. Da müssen wir gleich noch ein paar kaufen. Ich glaube, auf der Minimap sehen zu können, wo es hingeht. Irgendwo da lang. Ja, irgendwo da lang. Falls die Auflösung anders sein sollte als sonst, das liegt daran, dass ich auf einem anderen Monitor spiele, dessen Auflösung einfach anders ist. Und ja, lag. Hör auf zu laggen spielen. Ups, hallo, Mang, der Taoist. Meine Heimat ist so grün wie jener Ort in dieser Welt. Doch nun lebe ich im Reich der Ideen, ein Ort so leer wie das Universum. Wer kann diese Misere mit mir teilen? Wer kann die Last solch einer Person und des Schicksals seiner Wahrheit verstehen? Es gibt noch so viel zu tun. Ja, ich soll dich besuchen. Endlich seid ihr da. Seid ihr bereit? Lasst mich sehen. Für was soll ich bereit sein? Ein bisschen Fortschritt. Endlich seid ihr da, Krieger. Die Götter haben es richtig angesehen, euch als einen der Schicksalhaften auszuerwählen. Aber ich bin mit der Sache nicht so sicher. Ich kann es sehen, dass ihr seit in dem Beginn eures Trainings bereits große Fortschritte gemacht habt. Aber euer wahrer Weg beginnt gerade erst. Wenn ihr eine Reihe von Prüfungen absolvieren könnt, vor die ich euch stellen werde, dann soll euch der Weg zu eurer Legende zu eurer eigenen Legende wahrhaftig offen stehen. Sehr gut, ich habe auf diesen Tag gewartet. Bringt meinen schriftlichen Befehlen zur Windelfeneinsiedlerin. Sie wird euch weitere Anweisungen geben. Sie lebt westlich der weißen Caldera. Folgt dem Weg südwestlich des Bambusdorfes und ihr werdet sie finden. Gut, ich werde da sein. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Okay, ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zu der legendären Chi-Quest. Nämlich bevor wir die Chi-Quest gemacht haben, können wir keine neuen Angriffe mehr lernen. Und jetzt hänge ich hier fest. Schlau. Ja, Toja, flieg hier raus. Lande mal. Lande. Wir brauchen einen Schmied. Schmied, 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 Schmiedi, 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 Schmied, Schmied. Schmiedi. Schmiedi, gibt's denn einen Schmied? Warum verkauft eigentlich ein Schmied Pfeile? Und hupf! Egal, gehen wir nicht weiter drauf ein. Ich brauche Pfeile, Herr Schmied. Schmiedi, Schmiedi! Ich muss ein bisschen leise sein, es ist früh. Warum nehme ich in letzter Zeit immer um diese Uhrzeit auf? Keine Ahnung. Egal, wer bist du? Nein, Schmiedi war doch da hinten. Ich glaube, ich sehe da so den Amboss. Wer ist das denn da? Ein Buchhändler. Ja, der Buchhändler ist dafür da, falls man die Bücher verliert, mit denen man die Crafting-Fähigkeiten lernen kann. Brauchen wir nicht. Schmiedi, ich möchte gerne einkaufen. Hast du einen neuen Bogen für mich? Nein, das ist doch der, den wir haben, oder? Ja. Das da.
Das sind die Wolfprankenpfeile. Erstmal verkaufen wir den ganzen Kram, den wir nicht brauchen. Zum Beispiel Heu. Oder eine Menge davon. Und was haben wir noch? Eine Türkisscherbe brauchen wir nicht. Verkaufen wir schon mal. Hier haben wir den alten Bogen. Hier haben wir Mana-Tränke. Haben wir da. Verkaufen. Ach, die Großkopf-Kinderpille, die habe ich schon herausgefunden, die will ich gar nicht erst benutzen, die verkaufe ich gleich. Wer das heraussehen will, ich verlinke unten, wenn ich es nicht vergesse, einen Part von einer anderen Let's Playerin, die hat diese lustige Pille benutzt. Ich muss es nicht unbedingt tun, ich kann darauf verzichten. Hier haben wir Feuerwiderstand plus 5, hier haben wir Magie plus 1. Nehmen wir schon mal an. Muss noch identifiziert werden. Müssen wir nachher dran denken. Dann haben wir hier Buddhas Hand, die wir von den Schildkröten bekommen haben. Und hier haben wir ein bisschen Grünzeug. Hier haben wir einen Panzer für die Ärmchen. Da haben wir das. Da warten wir, bis wir es nutzen können. Okidoki. Verkaufen. Ja, möchte ich. So, dann haben wir hier ein paar Mana-Tränke, dann haben wir hier ein paar Heiltränke, dann haben wir hier ein paar Mana-Tränke und habe ich die Truhe eigentlich schon mit Level 5 aufgemacht? Ja, das nächste machen wir sie mit Level 10 auf. Okay, doki. So, jetzt möchte ich noch Eiben einkaufen. Schuss und zwar Wolfprankenpfeile. Machen wir nochmal gut 100 Stück. Bestätigen wir den Einkauf, kaufen diese Pfeile und schmeißen sie da oben mit rein. Und los geht's. Wir müssen zur Windelfen-Einsiedlerin. Ja. Toja, das ist eine Wand, ne? Nein, Toja, das ist eine Wand. Toja? Das ist eine Wand. Toja. Gut. Weiß jetzt, wo du lang musst, ohne gegen die Wand zu klatschen. Danke. Ja, machen wir jetzt mal die Map auf. Schauen uns an. Das ist das Bambusdorf. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Und da müssen wir hin. Okay. Das Ganze lassen wir ihm jetzt fliegen. Schauen uns ein wenig um. Ach ja, die Hepastralkäfer. Da unten sitzt ein König von ihnen. Da hinten läuft eine Tiefenflamme rum. Eine Baumwurzel. Das ist sehr wahrscheinlich Holz. Und wetten, wir fliegen jetzt genau auf dieses Schiffchen zu? Knapp. Auch muss ich ein wenig unsere Flugbahn im Auge behalten, nicht dass uns irgendein Aerokäse oder so über den Weg läuft. Falls meine Stimme ein bisschen trocken klingt, sie ist trocken. Was haben wir da hinten? Das sind die tugendhaften und mutigen Nymphen. Lass mich raten. Ja. Er fliegt genau auf diesen Balken dazu. Und ich wette, er wird dagegen fliegen. Schlau wie er ist. So, kommst du da durch, Toja? Pass auf, du knackst dir den Flügel an. Gut. Ja. Immer diese Balken, die im Weg sind. Was ist jetzt so still? Ah, Musikwechsel. Ist der Weg noch weit? Mama, ist es noch weit? Papa, ist es noch weit? Dauert so lange. Mach mal halt. Krieg'n Keks. Wieder gegen den Baum fliegen. Peng. Flügel gebrochen. Oh yeah. Und ich nenne diesen Part durch die Gegend flieg. Wir haben jetzt schon fast 10 Minuten aufgenommen. Und ich bin nur durch die Gegend geflogen. Hallo da unten, ihr könnt mir gar nichts. Ich flieg hier oben lang. Ha 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 ha. Ich benutze nie wieder einen fliegenden Trank. Sonst gehen mir wieder all meine Mana-Tränke verloren oder so. Mühsam, wie ich sie mir wieder angesammelt habe. Was ist das denn für ein rechter Mausglitch? Ich will den nochmal haben. Komisch. Gerade eben ist meine rechte Maustaste im Dauerdrücken gewesen, obwohl sie gar nicht gedrückt war. Dann lande mal langsam wieder. Jo, wir haben. Da vorne ist sie, die Windelfen-Einsiedlerin. Ich nenne sie ganz lieb Eremiden. Hey, hallo. Du hast aber hübsche Flügel. Zeig dich mal. Er soll sich zeigen. Ja, ne? Ganz hübsch. Wenn ich cosplayen könnte, würde ich sie cosplayen. Hallo.
Das Fliegen ist eine Basisfähigkeit aller Windelfen. Mang, mang, der Taoist hat euch in seinem Brief hoch gelobt. Es wäre ein großes Glück für uns, einen so talentierten Neuling unter uns zu haben. Ihr habt euch also für die Meditation entschieden? Fragt sich nur, ob ihr die Entscheidung auch treu bleibt. Bitte, was? Ich hab mich der Meditation... Nein, hab ich nicht. Bitte begebt mir mehr Anweisungen. Endlich haben die drei Rassen sich versöhnt und doch könnte der Grund ein freundevoller sein. Perfect World befindet sich mitten in einer Krise. Nicht nur, dass die Waste-Gebiete versuchen zu übernehmen, darüber hinaus fallen böse Götter über die endlose Leere her. Diese Unwürdigen sind nicht mehr in der göttlichen Welt willkommen und sie wurden von den Gläubigen verbannt. Sollte es zu einem Krieg kommen, wird Rovalia sicher als erstes darunter leiden. Ich wohne nun nur in dieser Abgeschiedenheit, um den Feind zu beobachten. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Seid ihr bereit, eure Fähigkeiten zur Prüfung zu unterziehen? Was soll ich tun? Östlich von hier gibt es eine Gruppe ausgezehrter Verräter, die ihre Seelen bereits den Waste verkauft haben. Sie beabsichtigen, uns auszuspionieren. Könnt ihr euch darum kümmern? Ich habe mich nie wirklich mit der Geschichte von Perfect World beschäftigt. Wie ich und ihr jetzt erfahren habt, geht es um die Waste. Klingt ein bisschen wie Stargate. Atlantis. Egal, auf jeden Fall sind diese Waste wohl dabei, in die perfekte Welt, wie sie heißt, einzufallen. Und es ist unsere Aufgabe eben, diese Waste zu vertreiben. Das heißt, wir sind wohl die, die diesen Krieg gegen diese dunkle Macht führen, die gegen die Götter arbeitet oder so. So, und wir haben was mit Verrätern zu tun. Das waren also mal Leute, die auf unserer Seite waren, die aber aus irgendwelchen Gründen auch immer ihre Seele an die Waste verkauft haben. Und ja, was macht man mit Verrätern nun mal im Krieg? Sie müssen getötet werden. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, also unsere Chi-Quest. Wir müssen damit beweisen, dass wir den Weg der Götter folgen wollen. Und ja, man sieht auch, dass sie ihre Seele verkauft haben, wenn man so aussieht, ne? Das sieht nicht gesund aus. Auf jeden Fall öffnen wir wieder mal den Tracker. Ich habe gerade öffnen den Tracker. Schauen eben auf die Uhr. Sagen uns, wir haben noch ein ganz kleines bisschen Zeit und hauen auf den nächsten Verräter. Na komm. Yay. Ein etwas langsamerer Verräter. Was ist das denn? Ein Creeper? Ach nee. Nee. Das ist ein Algraum. Sieht aus wie ein Creeper. Wir sind hier nicht im rechte Maustasse? Danke. Tarnhaut. Münzen. Wo hat der Geld her? Egal. Suchen uns einen weiteren Verräter, dem wir zeigen können, dass man uns nicht verrät. Schließlich sind wir die Armee der Windelfen und gefürchtet sollen wir sein in alle Himmelsrichtungen. Ja, wie wir auch aus dem Gespräch entnommen haben, ist ja Perfect World, waren wohl alle Völker nie wirklich vereint. Sie spricht jetzt noch von drei Völkern, was ja mittlerweile nicht mehr stimmt. Früher hatten wir nur die Menschen, die Chimären und die Windelfen. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass sie früher im Krieg lagen. Schaut man sich mal an, wie nah hier die Städte aneinander liegen, ne? Und in, ich denke mal, in Adjusso haben dann bestimmt auch irgendwelche Treffen stattgefunden. Ich denke mal, es kann man heraus, wenn man da langläuft und darüber sich durch die Gegend fragt. Jo, mittlerweile gibt's ja auch noch die Tideborn, also die Wasserwesen, Menschen, Gedingens. Und die erdgebundenen, erdgeborenen, was auch immer, ne, die, ne, ihr wisst schon, was ich meine, die Wiedergeburten alter Helden darstellen oder sowas, ganz konfuses. Ich hatte noch die ganze Zeit ein bisschen die Uhr im Auge, ich möchte nicht zu langen Part machen. Nein, der ausgezehrte Verräter muss sterben. Dann haben wir auch gleich schon die Hälfte davon geschafft. Das heißt, wir haben schon die halbe Chi-Quest dann fertig. Aus mehr wird sie nicht bestehen. Und danach erlernen wir dann auch einen ganzen Haufen neuer Angriffe.
Und darauf freue ich mich eigentlich schon ein wenig. Dann kriegen wir auch hier endlich die Chi-Leiste dazu, die ganze Zeit sagt 0 von 100. Sie wird sich auch jedes Mal wieder füllen, indem wir einfach angreifen. Und was haben wir denn? Oh, eine Salbeiwurzel. Um eine Salbeiwurzel kann ich nicht drum herum gehen. Sie muss mitgenommen werden. Und diese Musik. Ach, schön. Wo haben wir denn hier Salbei? Salbei, Salbei, Salbei? 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 Ah, Salbei. Okay, ich würde sagen, das reicht auch für diesen Part schon wieder. Wir haben ein wenig über die... Oh, goldenes Kraut. Über die Geschichte von Perfect World erfahren, die ja gar nicht so perfekt ist. Vielleicht war sie es mal. Wer sich ein bisschen in der Geschichte von Perfect World auskennt oder meint, dass ich mehr über die Geschichte von Perfect World im Laufe des Spiels einfach herausfinden soll, ein bisschen mutmaßen soll, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich lese wirklich gerne Kommentare, bin froh über jede Bewertung. Ich weiß nicht, warum Leute das nicht tun, wenn man sie nicht daran erinnert. Egal, ich laber jetzt schon wieder zu viel. Da oben ist noch ein Allegraum, aber das lasse ich jetzt mal Allegraum sein oder Anegraum oder wie hieß es jetzt? Ageratum. Tun, tun. Okay, ja, das war's für diesen Part auch schon. Bis dann und ciao.